Guten Tag, meine verehrten Sa Damen und Herren. Wir melden uns zurück mit einem weiteren Vlog. Schon wieder einer. Leute, ihr werdet euch denken, jetzt, was ist mit Lightning los? Das Mikro ist auch runtergetroppt. Alles kaputt beim Lightning. Nee, Schmarrn, wir machen nochmal einen Vlog, den ich schon länger raushauen wollte. Und wo es auch ein bisschen was zu sagen gibt. Und ihr werdet es am Titel schon erkannt haben, wir beleuchten die Top-Destiny-YouTuber, die den geilsten Content machen. Aus meiner Perspektive, also bitte nicht flamen oder irgendwas, das ist jetzt nur aus meiner Perspektive, rein subjektives Video. Und dazu die besten deutschen, besten englischen, dieses amerikanischen YouTuber. Ich habe nicht alle gesehen, also wer nicht dabei ist und dann sorry, kann ich nichts machen. Wie gesagt, aus meiner Perspektive sind das die, die ich am meisten schaue und am besten finde. Einer ist dabei, da gibt es ein bisschen mehr zu sagen, aber nichtsdestotrotz fangen wir an. Ihr seht hier, Lightning Soul, beste YouTuber aller Zeiten natürlich für mich. Nein, Schmarrn. Ich wollte auf Lightning Soul anfangen, dass ihr nicht schon irgendwas im Hintergrund seht. Ich werde mich natürlich nicht selber beleuchten, das macht ja keinen Sinn, ihr kennt meinen Kanal. Völliger Unsinn. Ihr seht oben jetzt, ich habe 6.118 Abonnenten, 1,6 Millionen Aufrufe. Das dank euch. Auch dank dem Content, den ich mache, der wohl anscheinend gut ankommt. Also auch ein Dank an mich. Danke Lightning, hier mal scannen. Hier links geht ihr auf Lightning Soul. QR-Code, danke nochmal an Kati für das geniale T-Shirt. Und jetzt fangen wir an mit den besten YouTubern. Ich habe sie hier sortiert. Das ist auf keinen Fall eine von oben nach unten zu bewertende Liste. Ich habe die nur mal sortiert, dass es ein bisschen reinpasst und damit ich weiß, wer als nächstes kommt und mir da schon mal was überlegen kann, was ich euch erzähle dazu. Wir fangen an mit Mr. Fruit. Das ist tatsächlich mein absoluter Lieblings-YouTuber zurzeit, den ich am liebsten schaue. Warum ist es so? Der macht lustigen Content. Das ist unter anderem der Grund, warum ich auch lustigen Content mache. Ich finde seinen sehr, 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 sehr genial. Er kommentiert das witzig, er macht da sich einen Haufen Arbeit, einen Riesenaufwand. Er macht 60-Second-Reviews, sieht man hier. Also wenn ihr Englisch könnt, dann checkt mal Mr. Fruit, aber er macht da sehr lustiges Gameplay. Er ist nicht der beste Destiny-Spieler. Wenn er einen guten Tag hat, ist er aber mit Sicherheit besser als ich. Er zerstört teilweise die Leute, hat 41 Kills mit Salus Supercell gemacht. Das Video unbedingt mal reinziehen. Es ist der Hammer, was das lustig ist mit dem Imperator und so. Das ist echt ziemlich geil gemacht. Der Kanal ist super. Er hatte schon mal früher einen kleineren Kanal, der nicht erfolgreich war. Da hatte er nur 4.500 Abonnenten, hat sich dann gesagt, okay, ich kann das besser, hat einen neuen Kanal aufgemacht und seitdem Destiny draußen ist, hat er 330.000 Abonnenten. Ich habe ihn abonniert, sieht man hier, 330.000 hat er, glaube ich, jetzt und er macht echt geiles Zeug. Er haut auch mal eine PS4 raus für euch, die er von Bungie geschenkt bekommen hat, ja, beim Bungie-Livestream. Das nur dazu. Mein absoluter Favorite-YouTuber zurzeit, also nicht nur Destiny-Content, das ist mein absoluter Favorite an YouTubern. Und den solltet ihr unbedingt mal auschecken, wenn ihr nur ein bisschen Englisch versteht. Also es ist nicht wahnsinnig schweres Englisch, er redet sehr deutlich, hat auch ein sehr gutes Mikrofon und macht qualitativ sehr hochwertigen Content. Das möchte ich, dass ihr das mal auscheckt. Wenn ihr auf meinem Kanal sehr zufrieden seid, werdet ihr auf diesem wahrscheinlich noch zufriedener sein. Bitte nicht weggehen, Leute, ich mache das nicht, um euch loszuwerden. Ich mache dieses Video, um euch zu informieren, was sonst noch cooles an Content da draußen ist. Und ich kann bei weitem nicht alles machen. Ihr wisst, ich habe nicht so wahnsinnig viel Zeit. Jetzt ist Wochenende, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt mache ich mal einen längeren Vlog und den haue ich auch gerne raus für euch. Und ich mache auch gerne Dämmerungsstrikes-Videos, die ganz witzig sind. Das seht ihr in dem letzten. Wenn euch das gefällt, mache ich es natürlich gerne weiter, etc. pp. Ich will nicht loswerden, aber um euch mal zu zeigen, was so abgeht auf YouTube, was Destiny angeht, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen Vlog. Unter anderem auch, weil ich meine Koop mal vorstellen wollte, und zu der kommen wir gleich ein bisschen später. Gehen wir mal weiter, Mr. Fruit, also da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Lustiger Content, lustiges Eisenbahner-Gameplay, hauptsächlich PvP spielt er, das sollte man vielleicht noch sagen. Ab und zu macht er mal Dämmerungsstrike oder auch mal Gefängnis der Alten oder so. Hat er gemacht oder mal ein Raid, aber hauptsächlich PvP, so wie bei mir halt auch, Schmelztiegel etc. pp. Waffentests und so weiter, die lustig sind. Kommen wir hier zu King Gothalion. Das ist hauptsächlich ein Streamer. Wenn ihr viel auf Twitch unterwegs seid, dann schaut euch gerne mal King Gothalion an. Der war auch bei Bungie im Livestream. Der macht auch sehr guten Content, spielt extrem gut im PvP. Er hat unter anderem einen No-Gun-Run in Osiris mit makellos abgeschlossen. Also keine Waffen benutzt, nicht einen Schuss abgefeuert, nicht mal um eine Granate wegzuschießen, eine Waffe benutzt. Sondern einfach so zu dritt einfach mal makellos gemacht. In dem Osiris das zufällige Maps bot. Also sie hatten da nicht die Mega-Taktik für eine Map, sie haben sich reingestellt. Mit zwei weiteren sehr guten Spielern hat er da zusammengespielt und die haben das gemacht und es war sehr, sehr lustig. Er hat unter anderem ein Bluescreen, das ziemlich geil aussieht. Also ihr verpasst da wenig vom Gameplay. Man sieht ihn nur ganz klein unten, sogar durchsichtig, damit ihr auch noch seht, wie der Punktestand ist bei Osiris etc. pp. Also er macht sich dann wahnsinnigen Aufwand und er ist wahnsinnig glücklich über jeden, der da zuguckt und da kommentiert und abonniert etc. pp. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich ihn auch in die Liste mit aufgenommen habe, weil ich das sehr sympathisch finde. Er hat über 250.000 Abonnenten und freut sich trotzdem wie ein kleines Kind über jeden, der da noch dazukommt. Und ich muss sagen,
Sehr guter Content. Ich schaue nicht alle Videos von ihm, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich nicht die Zeit zu. Aber wenn ich mal auf Twitch unterwegs bin und er streamt, schaue ich mir das regelmäßig an und auch gerne an. Kommen wir direkt zum nächsten. Weiter geht's. Dead Who Does Destiny, wohl einer der größten Destiny-Kanäle überhaupt. Der gute Mensch macht alles Mögliche. Er macht zum Beispiel Witch Hunting, nicht Witch Hunting, wie sagt man, Mythbuster-Videos zu Sardinenbüchse und Messsuche. Unter anderem das, was ich auch gemacht habe. Ich habe es nur vor ihm gemacht. Die Idee hat er wahrscheinlich von mir geklaut. Nee, Schmarrn, keine Ahnung. Er hat auch unter anderem den PS4-Strike designt. Den hat Bungie einfach von seiner Video-Idee hat den übernommen und hat so die Idee für diesen PS4-exklusiven Strike mit diesen sich drehenden Nexus-Wänden da gemacht. Das ist ein sehr genialer Content Creator. Er hat auch sehr, sehr gute Ideen. Er redet oft über Gefängnis der alten Skulas, was sich da ändern soll. Und meistens hört Bungie auf ihn. Er war auch im Bungie-Stream. Sehr angesehener amerikanischer YouTuber. Sehr sympathisch auch. Regt sich auch mal auf, wenn im Raid nicht alles klar läuft. Grota Hart am Anfang. Da hat er sich tierisch aufgeregt über seine Teammates. Aber so ist es halt, weil er ist dann immer regt sich halt auch mal auf. Und manchmal ist es lustig und manchmal ist es frustrierend. Und ich finde das eigentlich geil. Ich schaue das auch regelmäßig und da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Die Links zu allen Kanälen, die ich euch jetzt hier nenne, sind in der Beschreibung unten. Also da einfach mal reinklicken und ich mache ein paar Infokarten rein zu den Highlights von den Videos, die ich geil finde. Da gehen aber nur 5 Stück rein, also ich kann euch keineswegs alle bieten. Da einfach mal die Kanäle einzeln auschecken und vielleicht schreibe ich dann noch ab und zu was in die Kommentare, wenn jemand nachfragt zu irgendeinem Video, schreibe ich den Link dann da rein. Welches Video ich da genau meinte, wenn ich auf irgendein spezielles Video hinweise. Er macht auch Xur-Reviews etc. pp., aber die könnt ihr auch bei mir gucken. Das ist wahrscheinlich leichter verständlich. Für die Leute, die kein Deutsch können, if you can't speak German, go to Datu for Xur-Reviews. Das nur dazu, Datu ein super Content Creator. Kommen wir hier zum letzten amerikanischen YouTuber oder einer amerikanischen YouTuberin, die noch nicht in Amerika wohnt, die erst dahin ziehen will, weil ihr Verlobter, der bei Bungie arbeitet, den sie über Destiny kennengelernt hat, in Seattle, glaube ich, wohnt und sie wohnt aber zurzeit noch in Großbritannien, also England. Sie ist eine, das darf ich wieder nicht lügen, sie ist aus Südamerika. Peru? Puerto Rico? Puerto Rico? Ich weiß es nicht. Tut mir leid, das falsche Wort, ich habe es gerade vergessen. Wir wechseln mal immer so mit Carla von Scrubs, da wird ja auch immer gesagt, sie ist aus Puerto Rico und eigentlich ist sie ja Dominican. Wer das gesehen hat, Scrubs, super Serie. Super, super Serie. Schöne Grüße an Zach Braff an dieser Stelle. Miss 5000 Watts, was wollte ich dazu sagen? Die ist eine sehr gute Osiris-Spielerin. Die ist mit Sicherheit besser als ich. Die spielt hauptsächlich letztes Wort ohne Visier und trifft mit jedem dieser Schüsse ohne Visier. Das kriege ich nicht hin und deswegen ist sie besser als ich. Sie macht jedes Wochenende Osiris-Livestreams, die ich regelmäßig mir anschaue, weil die einfach genial sind. Sie hat da Runden drin, das glaubt ihr nicht, wie sie das spielt, taktisch und so. Ich kann das ja analysieren. Ich kann es halt nur nicht selber, weil ich das Aiming nicht habe im Gamepad und so. Ich kann das analysieren, weil ich 10 Jahre Counter-Strike gespielt habe. Wie sie taktisch vorgeht, wenn sie alleine im Team ist gegen 3 andere. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich der absolute Oberwahnsinn, wie clever sie da spielt und teilweise diese Runden 1 gegen 3 dann noch holt und die Gegner einzeln zieht, immer wieder eine Granate rein. Wenn sie niedrige Energie hat, geht sie wieder in Deckung, kommt dann von hinten, täuscht an der rechten Flanke an, kommt dann aber dann links, macht sich unsichtbar, macht dies, macht jenes. Also wenn ihr was Osiris technisch wissen wollt, schaut den Livestream an, da seht ihr, wie es gemacht wird. Also ganz ehrlich, das ist der absolute Oberhammer. Die hat auch mal ein Video von der Beta reingemacht, wo sie direkt mal 57 Kills mit Level 8er rausgehauen hat, ohne irgendwelche exotischen Waffen, ohne irgendwelches exotisches Gear, 2 Wochen nach Release. Sie hat vorher Call of Duty gespielt. Also, sorry, sie kennt sich aus. Das ist übrigens das Video, was ich meine. 52 Kills, Multiplayer hier, Destiny Beta. Sie kennt sich aus, was Shooter angeht und sie macht auch sehr, sehr guten Content. Außerdem hat sie eine sehr angenehme Stimme, das kann man sich gut anhören. Und sie ist nicht so aufdringlich wie bei manch anderen weiblichen YouTuber und ich möchte euch nicht zu nahe treten. Meine Stimme ist auch sehr aufdringlich teilweise. Vor allem, wenn ich dann so rede! Also das bitte auch mal auschecken, wenn ihr irgendwas Cooles sehen wollt. Sehr, sehr guter Content. Ich habe jetzt nicht alle amerikanischen YouTuber drin, die ich ab und zu mal anschaue, aber das sind meine Favorites und die wollte ich jetzt hier nennen. Planet Destiny macht auch sehr gute Waffenreviews, aber die schaue ich dann meistens auf Deutsch an, damit ich es besser verstehe und die Perks halt auch kenne. Von dem Namen her, weil die teilweise anders übersetzt werden. Planet Destiny, More Console machen sehr guten Content. DPJ hat sehr gute Highlight-Videos drin, die er von anderen Leuten geschickt bekommt, die er zusammenstellt. Unter anderem mal eins, wo KJ Hobby, glaube ich, ein Vierfach-Kill mit einem Schuss der goldenen Kanone macht und insgesamt 6 Kills mit 3 oder 4 Schuss, bin mir nicht ganz sicher. Habt ihr mal bei mir gesehen, die haben mit 3 Schuss mal 5 gemacht, der hat mit 4 Schuss 6 gemacht und mit einem halt 4 gekillt. Da ist der explodiert und 3 Leute standen rum, die waren angeschossen und die sind alle mit explodiert. Das macht der DPJ. Den mögen viele nicht, der hat aber auch die meisten Abonnenten von allen, wahrscheinlich deswegen, ich habe keine Ahnung. Die Stimme von ihm ist ein bisschen aufdringlich, das muss ich sagen, deswegen schaue ich ihn auch nicht so gern. Aber die Highlight-Videos, die er macht, sind auf jeden Fall der Hammer. Da kann man auch mal reinschauen. Hier sieht er die PJ. So, jetzt kommen wir zum deutschen Teil. Nein, sorry.
Deutscher Teil noch nicht. Ich habe noch was Wichtiges vergessen. Der beste PvE-Spieler der Welt hat einen eigenen Kanal. The Legend himself, SC Slayer Age, der unter anderem Grota Hart als weltweit erster, glaube ich, alleine besiegt hat, solo. Der die Spindelmission alleine geschafft hat mit 3 Sekunden Restzeit, solo, komplett, mit Schwert und allem. Also das ist der beste PvE-Spieler von vielen anerkannt und auch von mir. Ich habe seinen Livestream letztens gesehen, haben sie einen 4-Mann makellos Versuch bei Königsturz gemacht und sind bis Oryx gekommen, bis dann einer rausgeflogen ist und bis einer teleportiert wurde in seinen Tod. Dafür konnten sie nichts, sie haben auf jeden Fall makellos bis zu Oryx geschafft. Und das ist mit Sicherheit allein von dem Movement, also wie der sich bewegt mit dem Schwert und schnell und weicht den Gegnern aus und taktisch auch sehr, sehr clever gegen die PvE-Gegner, ist das für mich der beste PvE-Spieler. Da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, The Legend himself, SC Slayer Age, ist ein Gamertag, spielt glaube ich auf der PS4, ist auch sehr sympathisch und hat auch eine sehr angenehme Stimme, kann man sehr gut zuhören, er erklärt das auch sehr gut und erzählt da was dazu. Das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Das ist auch noch sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum deutschen Teil, glaube ich. Und da geht's los mit der größten deutschen Destiny-Community, nämlich von ZeroTV. Und jetzt werden sich einige fragen, wieso machst du Werbung für ZeroTV? Was soll das? Viele unterstellen uns ja immer, der Koop, in der ich bin, und mir persönlich, und auch Nexus und Puzzles, dass wir etwas gegen ZeroTV hätten. Das ist nicht so. Das ist, kann ich für mich sagen, kann ich auch für die anderen sagen, wir haben grundsätzlich nichts gegen den Content von ZeroTV, wir haben auch grundsätzlich nichts gegen den Kanal von ZeroTV. Wo wir was dagegen haben, sind diverse Sachen, die passiert sind, die ich jetzt auch nicht in voller Länge ausführen möchte. Dazu habe ich mich schon ein paar Mal geäußert. Ich möchte jetzt auch nicht hier irgendwie schon wieder gesagt bekommen, dass ich gegen sie hetze oder sonstiges. Fakt ist, ich bin aus der Facebook-Gruppe von DestinyBlog.de, der größten deutschen Facebook-Gruppe für Destiny, 21 oder 23.000 Mitglieder mittlerweile, bin ich gebannt worden, nachdem ich den schwarzen Spindel-Guide gepostet habe von meinem YouTube-Video. Diverse andere Leute haben da auch Videos gepostet, die durften das. Ich habe dann 2, 3 Videos innerhalb von einer Woche gepostet, die waren alle qualitativ sehr hochwertig. Ihr kennt das schwarze Spindel-Video mit Erklärung, wie man es macht und so weiter. Ich habe ein paar Mal auf Beiträge geantwortet, die eine Frage zu irgendwas hatten und habe mein Video dazu gepostet mit der Antwort und dann wurde ich gebannt. Ich weiß nicht wieso, ich habe keine Nachricht bekommen, keine Ahnung, ich werde auch nicht ZeroTV unterstellen, dass die da was mit zu tun haben. Das werden die Admins von der Gruppe gewesen sein und die werden schon ihre Gründe haben, warum sie mich da gebannt haben. Damit hat ZeroTV nichts zu tun. Ich muss jedenfalls zu ZeroTV sagen, ich habe damals sehr herzlich gelacht bei ihrer Keinland-Außerhalb-Review, als sie ganz neu war bei Dunkelheit Lauer, da gab es ja die ersten Dings und die haben immer die ersten Reviews drin. Das macht unter anderem den Kanal so groß, die haben 50.000 Abonnenten und nein, ich habe sie nicht abonniert, weil ich ihren Content nicht mehr regelmäßig schaue, weil mir einfach die Zeit fehlt und weil ich andere YouTuber besser finde. Das ist aber meine persönliche Meinung. Zu diesem Kanal gibt es nur zu sagen, sie sind hochaktuell, teilweise aktueller als die amerikanischen YouTuber, muss man einfach so festhalten. Ihr Intro und Outro ist mit das Beste, was es auf YouTube gibt, was ich jemals gesehen habe, auch Destiny-related. Ihr seht es da im Hintergrund, gerade das Wurfmesser etc. pp. Das haben sie mit Sicherheit selber gemacht, weil ihr ZeroTV-Tag da eingeschnitten ist, also nicht eingeschnitten, sondern reingearbeitet tatsächlich ist in dieses Schwert oder in dieses Messer, in dieses Wurfmesser. Das haben sie mit Sicherheit selber gemacht und sie machen wahnsinnig gute Thumbnails, da bin ich neidisch drauf, gebe ich ganz ehrlich zu. Und sie haben halt den größten Einfluss, was deutschsprachige Destiny-Communities angeht. Unter anderem haben sie es geschafft, dass Bungie sie in ihr Jahr 1 Destiny-Video aufgenommen hat. Auf der Gamescom habt ihr das gesehen, da war ZeroTV zu sehen. Das haben sie mit einem Kommentar erreicht, der 700 Upvotes hatte innerhalb von einem Tag. Den haben sie unter das Video geschrieben und da bin ich nicht ganz d'accord mit diesem Kommentar, aber die Community steht dahinter und sie haben es geschafft, in das Video zu kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer sich für wirklich aktuelle Themen interessiert, auch die manchmal falsch sind. Also man kann es so ein bisschen mit Bild-Zeitung vergleichen, das meine ich jetzt keinesfalls negativ. Bild-Zeitung ist die meistgelesene deutsche Zeitung. Die hat irgendwie eine Auflage von 10 Millionen oder 13 Millionen oder so. Ich weiß nicht ganz genau, leg mich darauf nicht fest. Aber sie machen halt das, sie gehen her, suchen irgendwo Content, zum Beispiel bei Reddit, ist ein bekanntes englischsprachiges Forum im Internet, suchen da diesen Content. Und versuchen für euch Neuigkeiten, Geheimnisse und so weiter zu lüften, wie ich es ja auch teilweise gemacht habe mit dem Saber Strike und etc. mit der Last Rites Mission und dieses ganze Zeug. Und das versuchen sie dann in einem kurzen Video mit Bildern und ihrem Kommentar zu versehen und dann für euch möglichst aktuell reinzustellen. Und das macht sie für mich auch zu einem guten Kanal, ganz ehrlich. Was auch immer da nebenbei abgelaufen ist, wenn Benutzer mir sagen, sie werden gebannt, weil sie mal Kritik an einem Video geäußert haben. Leute, die sind noch sehr jung. Also man muss wirklich mal sehen, die sind noch sehr jung. Die sind, glaube ich, Anfang 20 oder nicht mal ganz. Bin mir da nicht ganz sicher. Die sind noch sehr jung und die haben vielleicht nicht die nötige Reife, mit Kritik richtig umzugehen. Ich mag auch keine Kritik, wenn die wirklich zu böse ist und zu gemein. Und ich meine, jeder ist irgendwo, Kritikfähigkeit müsst ihr euch mal selber fragen. Seid ihr so wahnsinnig kritikfähig? Ist da jeder nicht irgendwo ein bisschen angepisst, wenn er da nur noch Kritik bekommt unter Sachen, die wirklich viel Aufwand sind? Und das ist
Zum großen Teil ist es sehr viel Aufwand. Die müssen ja allein mal hergehen und müssen bei Reddit das Englische lesen und für sich übersetzen und das auch verstehen und für euch dann noch ein Video dazu machen, wie das alles ganz genau funktioniert und Bilder suchen, die sie auch verwenden dürfen etc. pp. Und da muss ich dem Kanal wirklich ein großes Kompliment machen und von mir gibt es da keinen Hass in diese Richtung. Fakt ist nur, dass sie nicht mit uns kooperieren wollen und das haben wir schon lange akzeptiert. Sie haben sich den Kanal selber aufgebaut, haben mit niemandem kooperiert und jetzt wollen sie halt auch nicht die kleineren Kanäle fördern und damit kooperieren und das kann man eigentlich nur nachvollziehen. Ich kann auch nicht mit jedem kooperieren, kann auch nicht mit jedem 10 Zuschauerkanal kooperieren und das ist völlig nachvollziehbar. Von daher könnt ihr gerne mal bei ZeroTV vorbeischauen, könnt auch ein Abo dalassen, wenn ihr ganz aktuelle Informationen zu Destiny bekommen wollt, weil alles kann ich nicht machen, ist einfach so, alles kann ich nicht machen. Da könnt ihr auch gerne mal bei ZeroTV vorbeischauen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich mag die Konkurrenz, ich stehe auf Konkurrenz, ich mag mich mit anderen vergleichen. Und ich finde, jeder sollte so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Content machen. Und dann ist das, wenn man genügend Zeit rein investiert und ein bisschen Talent hat, ein bisschen nur, und die Qualität an den Tag legt, die auch anschaubar ist vom Mikrofon, von der Audioqualität, Soundqualität, Videoqualität etc. pp., dann ist es auch für jeden möglich, auf YouTube zumindest ein kleiner, erfolgreicher Kanal zu sein und ein bisschen Spaß zu haben mit seinen Abonnenten. Und den habe ich auf jeden Fall mit euch. Und deswegen möchte ich euch aber auch mal andere Sachen empfehlen und nicht nur hier meinen Blödsinn da überall in der Welt verstreuen und dann sagen, meins ist das Beste. Ist es nicht. Deswegen zeige ich euch dieses Video. Ich habe gewisse Sachen drin, die sind die besten. Ganz klar, der Dawn Guide, da bin ich sehr stolz drauf, 90.000 Aufrufe. Es ist, glaube ich, der beste deutschsprachige Dawn Guide. Der hat alles umfasst, der hat Tipps gegeben, wie man es macht und so weiter etc. pp. Ich habe auch mal einen coolen Strike dabei, der witzig ist. Und ich habe auch mal ein cooles PvP-Gameplay da drin, das auch witzig ist. Aber andere Leute machen auch guten Content. So ist es halt einfach. So, jetzt kommen wir zu meiner Co-op, die für mich auch im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr gute Videos machen. Also das ist wirklich, die machen sich da eine Mühe und einen Aufwand, stecken die da rein und es ist einfach wahnsinnig guter Content. Da kann man nichts anderes zu sagen und das sage ich jetzt nicht, weil sie mit mir in der Kooperation sind und ich davon profitiere, wenn die mehr Abos haben und etc. pp. Ich wäre gar nicht mit den Leuten in diese Kooperation gegangen, wenn mir ihre Videos nicht gefallen hätten. Das ist ja völlig klar, ich gehe ja nicht mit jemandem in Kooperation, wo ich sage, der Kanal, also sorry, das ist ja nur Blödsinn und es macht keinen Sinn und die Qualität ist nicht hoch genug. Also diese Kanäle, die ich auch bei mir in der Freundesliste, ihr seht es jetzt hier rechts, da sind andere drin, wenn ich bei mir in der Freundesliste drin habe, die könnt ihr auf jeden Fall immer anschauen, da ist die Kati auch mit drin, die macht zwar nicht viele Videos, aber die ist auch süß und nett. So, jetzt kommen wir mal weiter zu meiner Community. Meiner Kooperation. Kooperation heißt in diesem Fall, wir kooperieren, geben uns Tipps und Tricks in Skype immer in Kommunikation, machen auch mal Videos miteinander, sie untereinander auf der PS4, wir auf der Xbox, Angelos, Puzzles, ich und Wack Platin, ich glaube, das sind die Einzigen, die Xbox haben, machen da gerne mal Videos und zusammen und schauen mal, wo Sirius schon gespielt, etc. pp. Dämmerungsstrike Challenge hatten wir lange drin, die kommt vielleicht mal wieder, vielleicht kommt da was anderes, den Jahr 1 Talk, der ist bei mir noch nicht voll abgelaufen, in den anderen Kanälen könnt ihr den schon gucken. Ich habe dann eine andere Herangehensweise gewählt. Ich mache einzelne Videos, die meinen Kanal das letzte Jahr rückbeleuchten in einer Art Nostalgie-Video. Und diese Kanäle haben das schon reingestellt, einfach mit Hintergrundbild. Und da könnt ihr euch den ganzen Chat schon mal anhören. Und das ist auf jeden Fall einen Klick wert, weil da sehr interessante Themen durchgekaut wurden. Für die Audioqualität muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Da hat mein Rechner ein bisschen rumgespackt in Teamspeak. Diese ganzen Klickgeräusche und Nebengeräusche, die da reinkommen, sind von mir. Da hat mein Teamspeak irgendwie nicht funktioniert. Und wir haben das leider zu spät gemerkt, erst nach einer Stunde. Da geht das dann weg. Aber das war meine Schuld. Blame me for that. Also bitte die Schuldzuweisung an mich in diesem Fall, nicht an die einzelnen Kanäle. Das war definitiv meine Schuld gewesen. Und ich kann nichts für meinen Rechner, aber ich nehme die Schuld gerne auf mich. Das hätte ich vorher nochmal genau abchecken müssen. Hätte ich eine längere Testaufnahme machen müssen, hätte ich das gemerkt und hätte es rausgehauen. Das war mein Fehler, checkt es da aus, wie gesagt. Kommen wir zu Nexus Gaming. Und zu Nexus Gaming ist zu sagen, er ist Schweizer. Ich finde es sehr sympathisch. Schweizer Dialekt und österreichischen Dialekt finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Stört mich gar nicht. Er macht sehr gute Erklärungsvideos, unter anderem ganz früh Dämmerungsstrike. Also früher, als ich das überhaupt jemals schaffen könnte, macht ein Erklärungsvideo, wie die einzelnen Dämmerungsstrike der jeweiligen Woche am Dienstagmorgen schon funktionieren. Er kooperiert auch mit meinem MMO, da sind häufige Videos drin, wenn ihr öfters auf meinem MMO geht, seht ihr das. Er macht super Reviews hier, unter anderem für die neuen Helme, Xur-Standort, Xur-Reviews macht er. Er spielt aber auch andere Spiele, zum Beispiel Star Wars Battlefront, gerade neu. Er macht, wie bekommt man die Sleeper Simulant, was ich auch mache, das ist auf jeden Fall auch mal ein Klick wert, wenn ihr eine andere Herangehensweise sehen wollt und vielleicht noch Tipps und Tricks von Nexus dazu bekommen wollt, die ich vielleicht nicht in meinen Videos habe. Und er macht ganz, ganz viel Waffentests und die exotischen Gegenstände testet er und PvP-Gameplay, Osiris ist er sehr, sehr stark. Da macht er auch Tutorials, Guides etc. pp. Also da ist alles mit dabei, ihr könnt es hier schön sehen. Die neuen Destiny Königsfall Raid-Waffen hat er anscheinend alle schon, die hat er alle beleuchtet. Testvideos dazu drin, da könnt ihr auch mal gerne reinklicken, die fehlen bei mir noch.
Ich habe ein paar PvP-Gameplays mit den einzelnen Waffen drin, aber ich habe noch nicht so die richtig guten Rolls, also die richtig guten Perks, habe ich da nicht die Fähigkeiten, dass ich die wirklich dann beleuchten möchte. Wenn ich irgendwann mal was richtig Geiles finde, dann beleuchte ich das für euch. Und wie farmt man etwas? Also sehr viele Guides. Er hat aber auch noch einen Let's Play-Kanal, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da spielt er komplette andere Spiele komplett durch mit Kommentar. Hier seht ihr das. Also Nexus Gaming auf jeden Fall ein Klick wert. Kommen wir weiter. Weiter geht's. Puzzles, den kennt ihr schon. Superman Puzzles. Den bitte besonders stark unterstützen zurzeit. Der hat es gerade nicht so leicht und ich finde, der macht wahnsinnig witzigen und guten Content. Macht auch nicht nur Destiny. Und ja, also super Kanal. Ich habe mit ihm zusammengespielt. Super netter Kerl auch. Macht auch Vlogs am See und etc. Ich habe da auch gerne, klicke ich da rein und schaue mir die Videos an. Super witzig, wenn sie im Gefängnis der Alten spielen. Super witzig im Demon Strike. Es ist immer super witzig. Er hat auch eine Keinheit außerhalb Community. PvP-Video-Reihe drin, wo er nur mit Community, mit keiner außerhalb spielt. Das ist auf jeden Fall ein Klick wert. Das ist super lustig. Und er hat mit die besten Thumbnails aus unserer Koop. Er hat irgendjemand, der die für ihn macht, tun kann. Die macht ihm jemand, aber sorry, da bin ich auch leicht neidisch drauf. Die sind der Hammer. Also Puzzles, wen auch immer du da hast, schick ihn mir mal. Die sind echt der Hammer. Die sind super gut gemacht. Und das ist auf jeden Fall. Also, das ist der nette Herr, der Puzzles. Da unten guckt er, er macht auch mit Webcam live auf Twitch streamt er. Da auch mal reinschauen. Macht Nexus übrigens auch. Bei den anderen weiß ich es gerade nicht, aber da könnt ihr euch auf den einzelnen Kanälen informieren. Das ist auf jeden Fall Klick wert. Puzzles ist immer ein Klick wert. Puzzles immer angucken. Puzzles ist super. Puzzles. So, dann kommen wir zu BroNDC. BroNDC. Die machen sehr, sehr viele Guides. Also, die machen hauptsächlich Guides und wie bekommt man die Kiste? Ich habe unter anderem die Kiste nur öffnen können, dank diesem Guide. Ich habe unter anderem den Kriegspriester nur legen können, weil sie einen Guide da drin hatten, wie man den Kriegspriester legt. Sehr sympathische Leute da, machen super Video-Content und machen auch sehr viele Waffen-Reviews und die auch sehr, sehr, sehr professionell. Da fehlt mir die Zeit zu, deswegen seht ihr sowas in meinem Kanal nicht. Dazu bitte einfach mal in die anderen Kanäle klicken. Ich mache ab und zu mal PvP-Gameplays zu den einzelnen Waffen, aber sie machen wirklich Aufwand. 10.000 Videos schneiden die zusammen und zeigen euch genau, wie die Waffe handelt, was für Perks die haben kann, etc. pp. Das ist auf jeden Fall ein Klick wert. Und sie machen auch andere Spiele. Wenn ihr euch für andere Spiele interessiert, dann auch mal da vorbeischauen. BroNDC, auf jeden Fall ein super, 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 super Kanal. Und dann gehen wir weiter und gehen zu Angelus. Angelus ist ein sehr sympathischer Kerl, der mit uns auch schon hin und wieder mal gespielt hat, der sich jetzt extra eine Xbox gekauft hat, damit er mit uns spielen kann. Nur für mich, Puzzles und Wack Platin, hat sich eine Xbox gekauft. Also vielen Dank an den netten Herrn Angelus, der glaube ich aus Hamburg kommt, aus dem Norden. Also wenn ihr norddeutsche Stimme lieber hören wollt als Schweizer oder Österreichisch oder meine, dann gerne mal bei Angelus vorbeigucken. Der macht Gameplay auch zu anderen Spielen, der macht komplette Let's Plays, der macht Destiny, PvP-Gameplay, da hat er schon 86 Videos hochgeladen. Im Schmelztiegel, kommentiert das sehr, sehr lustig. Hat auch den größten, meistgeklickten Destiny-Raid, Gläserne Kammer für Anfänger-Guide. Das ist der Wahnsinn, 90.000 Aufrufe, bin ich auch leicht neidisch. Angelus, den kannst du mal rausnehmen und kannst mal auf meinen verlinken, das wäre super nice von dir. Und ja, das ist zu Angelus zu sagen. Mit dem kommt auch noch Gameplay, wenn ich irgendwann die Audio-Probleme bei mir gefixt habe. Ich habe da eine gewisse andere Aufnahme gemacht mit TeamSpeak, um Angelus da zu helfen, das für ihn besser war. Und das dachte ich, wäre für mich auch besser. Da hat mein Computer aber gemeint, nee, ist für dich nicht besser, lass es lieber. Und dann war das ein Riesendesaster und jetzt muss ich das erstmal alles reparieren und fixen. Etc. pp. Bei ihm im Kanal könnt ihr das aber schon sehen. Mit mir Gameplay, Destiny Taken King Missionen und PvP Gameplay mit Wack Platin unter anderem auch. Riesenempfehlung, wir sind so abgegangen. So abgegangen sind wir. Und dann gehen wir weiter und gehen zu Wack Platin. Der hat noch nicht ganz so viele Abonnenten, der ist noch relativ neu bei uns in der Koop, macht auch nicht so viele Videos. Allerdings ist er ein wahnsinnig guter Osiris-Spieler. Ich habe mir da mein komplettes Diebesbau-Gameplay angeschaut von Osiris bei ihm. Und da hat er makellos geschafft. Und Leute, die auf Diebesbau der schlechtesten Osiris-Map aller Zeiten makellos schaffen, haben von mir einen riesen Daumen nach oben verdient. Also ich schaff's nicht. Ich habe da negativ makellos geschafft. Ich habe wirklich mal nachts gespielt mit Kartis Account auf Level 31 mit schlechten Waffen und hatte eine 9er Niederlagenserie mit zwei Amerikanern, glaube ich, war das, oder mit zwei Deutschen aus einer Facebook-Gruppe, die ich nicht kannte. Und die waren allesamt besser als ich. Also ich war da der Schlechteste und wir haben eine 9er Niederlagenserie nachts gemacht. Wir hatten aber auch nur so Lag-Switcher und Leute drin, die mit Dorn und Fellwinter gespielt haben. Die hat die Karte nicht mal. Ich hatte eine 2-1 Leichenhaus ohne Hammer geschmiedet, die keine Reichweite hatte und habe dann eins von ungefähr 100 One-on-Ones habe ich dann gewonnen mit dieser Shotgun. Deswegen 9er Niederlagenserie. Hier bei Wack Platin seht ihr die 9er Siegesserie makellos auf den Leuchtturm, auf Diebesbau. Super sympathischer Spieler, der ist ja auch ab und zu in unseren Videos. Wack Platin hat eine Xbox One, wohlbemerkt. Und er macht wahnsinnig guten Content auch. Macht halt nicht so viel Content, aber dafür dann spielt
spielt einfach besser als ich. So. Mehr gibt's doch nicht zu sagen, ich spiele einfach besser als ich. Spielt einfach PvP besser als ich. Fertig aus. Das ist Platin-Zusammenfassung. Und dann möchte ich euch noch den netten Herrn hier vorstellen, der jetzt neu in unserer Kooperation ist. Das ist Kinsk, glaube ich. Kinsk wird er ausgesprochen. Ich gehe davon aus. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein super sympathischer Typ. Ich habe ein paar Videos schon von ihm angeguckt, habe nicht so wahnsinnig viele gesehen, weil er erst ganz neu bei uns in der Koop ist. Und ja, er macht. Was macht er eigentlich? Lass uns mal reinschauen. Wir schauen uns einfach mal seine Playlist an. Was macht er eigentlich? Waffen-Unlocks macht er. Wie lockt man, unlockt man Waffen bei Battlefield? Ah, Battlefield Hardline wahrscheinlich. Destiny 3 ist auf Osiris spielt er. Also ist auch ein sehr guter PvP-Spieler. Das habe ich mir schon sagen lassen. Das habe ich auch schon teilweise gesehen. Und ein 1 gegen 3 Guide im Osiris anscheinend. Ja, da möchte ich jetzt mal reinklicken, aber ich möchte das Video nicht anschauen, weil ich natürlich, jetzt müsst ihr bei ihm im Kanal anschauen, das darf ich nicht, euch jetzt das Video hier zu zeigen. So klappt es doch mit der gewonnenen Runde. Destiny 1 gegen 3. Ja, das schaue ich mir gleich an. Das ist ja geil. Das interessiert mich schon lange. Das ist wie bei, was ich euch vorhin erzählt habe, Miss 5000 Watts, die gewinnt auch ab und zu mal im 1 gegen 3. Ich bin ja eher der Meinung, ich lasse mich schnell töten, weil die Chance, dass ich im 1 gegen 3 in Osiris gewinne, ist relativ gering, wenn ich meinen Super nicht aufgeladen habe. Und das Problem ist an dieser Sache, wenn ich lange brauche diese Runde und möglichst lange hinauszögere und versuche meine Teammates wiederzubeleben, die Gegner laden 2 Minuten lang ihr Super auf und haben es dann wahrscheinlich alle und meine Teammates sind beide tot, die laden ihr Super nicht tot auf und ich mein Super okay, aber dann ist es halt ein Verhältnis von 1 gegen 3 vom Super aufladen, deswegen lasse ich mich lieber schneller eliminieren und versuche dann rein zu rushen und vielleicht schnell das wiederzubeleben zu erreichen, mit Wappen von Alpha Loopy vielleicht sogar, dass man da schnell reingehen kann oder Licht unter Nemesis, schnell wiederbeleben und schnell dann ein Rundenende herbeizuzwingen, vielleicht sogar dann noch zu gewinnen mit dem Wiederbelebten, dass man 2 gegen 3 dann gewinnt, anstatt da ewig lang rumzulaufen. So, es ist bei meinem Skill nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt, aber vielleicht erklärt er es hier, wie es richtig geht. Und das schaue ich mir gleich auf jeden Fall an. Ich glaube, das war's jetzt auch. Ich drücke mal weiter. Ach, Schausix. Sorry, jetzt. Ich vergesse immer den Österreicher. Warum vergesse ich immer den Österreicher? Das ist ja unerhört. Schausix, wahnsinnig sympathischer Österreicher. Ich mag ja Österreich. Ich bin ja aus München, aber nicht gebürtig. Aber ich mag dieses Österreichisch. Ich mag es so. Ich mach's jetzt nicht nach, aber Mai, bist du deppert? Bist du deppert? Bist du deppert? Ich kann's nicht. Vergesst, das schneide ich raus. Meine ich, aber ja. Ich kann es nicht ausschneiden bei diesem blöden OBS. Das ist zu aufwendig und wird die Qualität zu schlecht. Das nur dazu. Schausix, wahnsinnig super. Man hat auch sehr schöne Thumbnails. Und hier Solarhammer, Unlimited Hammer, diesen Glitch, den es gab. Der wurde mittlerweile gefixt, aber ich könnt euch da mal anschauen. War ein super Glitch. Ich habe ihn euch nicht gezeigt, weil er im PvP sehr stark abused wurde. Das habt ihr mir mal in dem einen Video gesehen. Im Hexenkessel hat ihn einer sehr stark abused, also benutzt im PvP, was ich nicht machen würde an eurer Stelle. Geht ja jetzt auch nicht mehr, von daher. Er stellt die Limited Edition dieser wahnsinnig hübschen PS4 vor, die Destiny spezifisch gesprayt ist, etc. pp. New Glass Exotic stellt er vor, das kommt bei mir auch noch, aber das kann ich im Moment nicht, weil ich Waffenmeister nicht leveln kann. Wenn ihr New Glass Exotic wollt, schaut mal bei ihm vorbei, er erklärt da, wie es geht. Und das ist Schausix, das müsste aber jetzt wirklich mal der letzte sein. Ich weiß nicht, nach was ich das jetzt notiert, aber anscheinend richtig gut, weil Schausix wollte ich hinter den Nexus machen, damit ich die Schweizer und Österreicher in einer Gruppe habe, damit ich mir das merken kann. Hat nicht funktioniert, Ausländerfeindlichkeit funktioniert halt auch nicht, das müsst ihr euch gleich mal merken. Rassismus ist scheiße, funktioniert nicht. Seht ihr jetzt an mir, hat nicht funktioniert. Und es ist ein wahnsinnig netter und sympathischer YouTuber und den auch mal wieder abchecken. So, jetzt sind wir wieder bei dem letzten Depp, dem Lightning Soul, der seine Abonnenten in alle Richtungen streut. Nee, das wollte ich natürlich nicht erreichen damit, sondern dass ihr mal seht, was andere Leute für coolen Content machen. Klar, wenn ich da ein bisschen weniger klickt, wenn ihr in die anderen Kanäle guckt und da eure Zeit verbringt. Aber ich finde, das ist auch okay so. Ich habe wahnsinniges Glück, dass ihr so gerne meinen Content schaut. Ich habe sehr viele Aufrufe. Teilweise, bei den vorgestellten Kanälen haben sie es nicht. Teilweise haben sie sehr viel mehr Abonnenten, wie zum Beispiel die amerikanischen. Das ist ja auch logisch. Die machen internationalen Content und den kann man weltweit anschauen. Sehr viel mehr Menschen verstehen Englisch als Deutsch. Ich gehe mal davon aus, 2 Milliarden Menschen der Welt können ein bisschen Englisch oder verstehen das dann, wenn sie das anschauen. Im Deutschen sind es so ungefähr 150 Millionen, die vielleicht ein bisschen Deutsch verstehen. Und von daher ist es auch, ist kein Mensch neidisch auf irgendwen. Ich habe meinen englischen Kanal jetzt zugemacht, weil mein Englisch mit deutschem Akzent will sich keiner anhören. Und dann sehe ich das auch völlig ein und dann lasse ich das. Dazu habe ich schon einen Vlog gemacht, das war es eigentlich jetzt auch. Checkt mal die anderen Kanäle aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann gebt mal einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Ich habe damit kein Problem, wenn mir jemand einen Daumen nach unten gibt. Dann schreibt es aber bitte auch in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Ich habe mir hier sehr viel Mühe gegeben, alles zu beleuchten. Wenn ihr nicht dabei wart, und möchtet jetzt, dass ich euren Kanal in Zukunft feature, also mit euch kooperiere oder euch mal nenne oder irgendwas mache, dann könnt ihr gerne euren Kanal mir per Nachricht schreiben. Wie ihr das macht, ist mir relativ egal. Ihr könnt den Link zum Kanal schreiben oder einfach nur eine Nachricht schreiben, dass ich euren Kanal auschecken soll von dem Account, also von dem Kanal, den ihr mir schreibt, von dem ihr schreibt. Dann sehe ich das natürlich, kann ich auf den Namen klicken, der mir die Nachricht gesendet hat und checkt den Kanal aus. Schauen wir mal 2, 3 Videos an, wenn mir das gefällt.
ist es überhaupt kein Problem, dass ich euch empfehle, weil wenn mir Content gefällt, empfehle ich das halt auch gerne weiter. Ich werde diese Serie jetzt auch wahrscheinlich länger betreiben und auch mal andere YouTuber vielleicht empfehlen, die keinen Destiny-Content machen, wenn es da geile YouTuber gibt, die ich mir anschaue oder ich mal auf irgendwas aufmerksam werde. Überhaupt im Internet, wenn ich auf irgendwas aufmerksam werde, was ich geil finde, empfehle ich euch das. Ihr seht es vielleicht an meiner Frisur. Ich habe das Fruchtis-Zeug jetzt bekommen, was ich euch im letzten Video empfohlen habe. Das Daumen nach oben. Die Frisur ist deutlich besser. Also, ich weiß nicht, besser kann es nicht werden. Da sind meine Haare nicht für geeignet, aber das ist schon, oder? Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Vlog mit Lightning Soul, wie immer ein Special auf YouTube. Das Beste, was gibt es eigentlich? Nee, Schmarrn. Ja, schaut euch den Dämmerungsstrike-Schildbrüder bei mir an. Das ist die letzte Empfehlung, die ich euch gebe. Der ist sehr, sehr gut. Mit Daywalker, auch ein bekannter YouTuber. Den könnt ihr auch mal abchecken. Bekannter YouTuber. Nein, eigentlich ist er unbekannt, aber er macht YouTube-Videos und dem soll er ein bisschen mehr Liebe schenken, weil er hat geile Waffen, die euch zeigen kann. Also wirklich, Impulsgewehr mit Feuerball, Leute. Impulsgewehr mit Feuerball. Präzise Kills bringen Ziele zum Explodieren. Ja, das ist Schicksalsbringer-Perk auf einem Impulsgewehr. Das hat nur er. Ich kenne sonst niemanden, der es hat, außer amerikanische YouTuber, die wollt ihr nicht sehen. Habt ihr schon am Anfang gesehen. So, jetzt höre ich auf zu reden. Ich höre einfach auf zu reden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und ansonsten einen Kommentar schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn es euch gefallen hat. Dann werde ich nämlich die Serie weitermachen, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten beende ich die und sage, mache ich nicht mehr. Das ist ja gar kein Problem. Kann ich mit leben. Das war's. Danke, Leute. Ihr seid die geilsten. Viel Spaß auf YouTube. Ich habe euch ganz viel jetzt empfohlen. Ihr könnt 10 Jahre jetzt gucken. Also, wir haben so viele Videos jetzt gezeigt. Ihr könnt 10 Jahre jetzt gucken. Und damit sind wir raus. Und bis dahin, schönes Wochenende, Leute. Und Servus.